RSH. Also zu deinem Album, das liegt ja hier schon, Sexy as Hell. Ja, worum geht's dabei? Erzähl mal. Also es ging mir irgendwie wirklich darum, ein tanzbares Album zu machen mit vielen Uptempo-Songs, die man gut live spielen kann, die irgendwie die Bühne rocken, die Schultern rocken. Und es sind auch zwei sehr persönliche Songs auf dem Album, I'll Kiss It Away und Still Crazy in Love. Dankeschön. Und ja, also es ist eigentlich eine Mischung. Ich hab richtige kredible Hip-Hop-Produzenten gemischt mit den Pop-Melodien und mit tiefen Texten, die aus mir persönlich kommen, und ich finde es sehr, sehr schön geworden. Hast du eben schon angesprochen, das Lied I'll Kiss It Away ist für deine Tochter. Erzähl mal genau, worum es geht. I'll Kiss It Away handelte von der Zeit im Krankenhaus, als wir mit meiner Tochter im Krankenhaus waren. Und sie ist ja mit einem Herzfehler geboren worden. Und heute geht es ihr zum Glück gut. Das ist ein Erfolgsklapp. Ja, ich beschreibe die Zeit im Krankenhaus bis hin zu, wie es heute ist, dass es halt alles okay ist. Aber es war schon eine sehr anstrengende Zeit, und ich sage ihr in dem Song eben, solltest du jemals nochmal fallen oder dir wehtun, ob du Herzschmerz hast oder ob deine Welt einfach mal dunkel ist, ich bin hier und ich fange dich auf. Und ja, ich hoffe, dass ihr das Song einfach mal gefällt, wenn sie den hört. Okay. Als erste Single habt ihr jetzt Under My Skin veröffentlicht. Warum habt ihr nicht Sexy as Hell genommen oder einen anderen? Warum den? Den fand ich gut. Den fanden wir irgendwie alle gut. Worum geht's da drin in Under My Skin? In Under My Skin kokettiere ich so ein bisschen mit der Rollenverteilung. Ja, also in den Versen sage ich ja, ich stehe darauf, wenn du derjenige bist, der, also an den Mann, der die Lead übernimmt, der die Verantwortung, der die Führung ein bisschen übernimmt, und ich lasse mich auch gerne mal führen, wenn du es richtig machst. Du hast eben erzählt von dem Song für deine Tochter. Nutzt du die Musik öfter mal, um so große Erlebnisse und bedeutende Dinge in deinem Leben auch zu verarbeiten dafür? Ich glaube, dass ich das schon mal so extrem gemacht habe wie bei diesem Album. Also bei diesem Album ist es fast in jedem Song, eigentlich ist es in jedem Song sehr persönliche Geschichte und auch ganz persönliche Gedanken, die einfach momentan in mir sind. Wie war denn so die Studioarbeit? Gibt es da irgendeine lustige Geschichte oder irgendeine Anekdote, die dir spontan einfällt, was im Studio so los war? Ach, es gab viele lustige Geschichten. Also gerade in Dänemark hatte ich wirklich eine tolle Zeit aufzunehmen mit Remy, der auch total verrückt ist und super spontan und kreativ, und wir hatten wirklich sehr viel Spaß. Es war eine sehr knisternde, erotische Atmosphäre im Studio, und wir haben diese Songs auch einfach immer so umgesetzt und so Geschichten uns ausgedacht, und es war sehr lustig, und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, am nächsten Album zu arbeiten. Nochmal zu deiner Schwester, die macht ja jetzt auch Musik. Wie ist das so, jetzt noch eine Sängerin in der Familie zu haben? Ist cool, endlich ein bisschen Unterstützung. Es ist total witzig, wenn ich mit ihr jetzt irgendwo hingehe. Ist natürlich auch nach der Show jetzt, aber es ist wirklich witzig, weil es ist, als ob ich jetzt eine Promi-Freundin habe.